Hallo meine Freunde. Heute vor 2 Wochen sind meine Welpen geboren. Ja, wie ihr seht, geht's Mama und dem Baby super. Ich würde euch die Kleinen jetzt einfach mal zeigen. Und ich würde auch gerne Namen auswählen. Vielleicht könnt ihr mich da ja mal ein bisschen unterstützen. Ich bin mir nämlich noch nicht so ganz sicher, wie ich die kleinen Mäuse nennen soll. Also ich möchte einen Namen mit C haben. So, mein Hübscher. Guck mal in die Kamera. Drehen, damit man eine schöne Farbe sieht, ne? Ja, also ein wunderhübscher Kerl. Wird auch Langhaar. Bin mir noch nicht sicher. Ja, jetzt geht er. Wie ich ihn nennen soll. Also ich tendiere zu Chewbacca. Ich habe zwar noch einen richtigen Chewbacca hier, aber das ist ein Mädchen und ich bin mir nicht so sicher, ob ich sie wirklich Chewbacca nennen soll. Was ich mir bei ihm hier noch vorstellen könnte, wäre der Name Centaurus oder Camelot. Der Name steht eigentlich schon fest. Weil es so eine Überlebenskämpferin ist, soll die süße Katniss heißen. Also angelehnt an Katniss aus Tribute von Panem. Der kleine Schatz, hier oben einfach nur so einen weißen Fleck. Ganz, ganz, ganz putzig. Klar, ne? Hat noch ein bisschen Söckchen, weiße Söckchen. Aber sonst, müde sind wir auch. Kleiner süßer Mann. Bei ihm hab ich noch gar keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Ich habe da so an Coruscant gedacht, ne? Wer Star Wars kennt. An Centaurus oder an Cho'Gath. Nein, ich werde nicht noch andere Namen in Erwägung ziehen. Ich möchte einen von diesen Namen, die ich hier nenne. Jetzt kommt meine Hübsche. Ja, süße. Ist neugierig, ne? Und die kleine Schnecke wäre eigentlich, würde Chewbacca am besten passen, weil sie auch langhaarig wird. Aber ich weiß nicht, ob ich Mädchen Chewbacca nennen kann. Weiß ich nicht. Ansonsten hatte ich noch die Idee, sie vielleicht Cassiopeia zu nennen. Oder sogar, Callista oder Karma. Ja, das ist ein richtiger Brocken. Der wiegt auch schon ein halbes Kilo. Wie man sieht, hat er ein Auge offen und das andere noch so halb. Witzigerweise ist der dickste und fetteste Klops hier, der am weitesten hinterherhängt bei der Entwicklung, also bei den Augen zumindest. Oh, muss gehen, wie süß. Wollte ich Crystal Dog nennen. Warum Crystal Dog? Weil er so eine schöne Weiß-Camouflage-Zeichnung hat. Kleine Maus. Süß, ne? Oh, den würde ich am liebsten behalten. Aber ich habe schon so viele Hunde, ich kann nicht noch einen behalten. Kleine Maus. Kleines Baby. Oh, wie süß. Ich habe vielleicht auch noch an Katus oder Kassadin gedacht. Oder sogar C3PO. Ich denke mal, wir werden uns in Woche 3 zurückmelden. Ich werde die kleinen Mäuse heute noch entwurmen. Und in Woche 3 sieht es dann so aus, dass sie schon hören können oder anfangen können zu hören. Sie können dann schon sehen, machen so die ersten Gehversuche. Sind nicht mehr ganz so verschlafen und verträumt, sondern sind ein bisschen quirliger. Und Woche 4 und 5 geht es ja dann richtig los. Da könnt ihr echt gespannt sein. Deswegen habe ich die Woche, nach Woche 1 habe ich auch keine Filmaufnahmen gemacht, weil es einfach nichts zu berichten gibt. Die sind halt da, schlafen oder nuckeln an Mamis Zitzen und mehr passiert da nicht wirklich. Und jetzt haben sie wenigstens die Augen schon mal offen und dann kann man auch mal sehen, wie süß sie eigentlich sind. Na, mit ihren kleinen Knautschgesichtern. Gut, alles klar, dann melde ich mich nächste Woche erneut. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.